nein, Leute, das habe ich ganz vergessen. In der letzten Folge habe ich nicht gewunken. Also, meinen Charakter, glaube ich, habe ich vergessen. Aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ist jetzt wie direkt wieder am Anschluss, deswegen ist es auch gleich wieder eingefallen, dass ich das vergessen habe. So, jetzt Plan. Ich würde jetzt gerne 10 Humanity haben, muss ich sagen. Damit ich noch mehr haben kann. Damit ich... Ach, keine Ahnung, wisst ihr was? Ich werde mal was ausprobieren. Ich weiß tatsächlich wer uns alles Humanity... Ja, doch, scheiße. Nee, komm, wir müssen jetzt... Diese Folge wird eine... ne, wisst ihr schon. Eine Grinding-Folge. Wir werden jetzt einfach Humanity farmen. Farmen-Folge, nicht grinden, weil grinden ist nicht so viel. Und zwar hier. Ins andere Gebiet kommen wir noch nicht hin, wo die kleinen Skelette sind, und ins DLC-Gebiet auch noch nicht. Komm ich hier durch? Ja, geil, ich komme durch, sehr schön. So, genau, was ich gucken wollte, wenn ich jetzt den Ring ablege, das hatte ich ja letztes Mal schon mal erzählt, dann bin ich noch nicht, nach noch 2 Level, schätze ich, dann kann ich endlich wieder richtig rollen. Was für mich ja tatsächlich irgendwie das Relevanteste ist. Ist halt echt ein Schade um den Ring. Den kriegt man aber nur im Plus nochmal, also passt das auch. So, wir haben Beutehäufigkeit schon auf relativ viel, 350 bis 410 geht's eh hoch. Das heißt, sich jetzt noch eine Humanity reinzuballern, also ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt halt... Map. Genau, Map. So, habe ich nicht. Wunderbar. Werde ich noch nicht tun, weil dann muss ich danach wieder neu in die Leiste gehen. Ach nein, auch geil, stimmt. Ich habe ja, ich habe ja bei den Kills ein bisschen Humanity gekriegt. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen, obwohl die mir auch einige geklaut haben. Ich weiß auch nicht, wenn ich die in dem Schweig wieder gekriegt hätte, hätten die mir dann die Humanity wiedergegeben, hätte ich ja eine mehr gekriegt. Wäre mal interessant zu wissen. Ja, jetzt muss ich tatsächlich bis 30 hochballern. Das wird ein bisschen dauern. Wisst ihr was? Das wird eine Speedrun-Folge. Ich werde die Folge jetzt schnell machen. Und ja, ihr seht dann, wie ich hier rumlaufe und Krams mache. Und zwar ab jetzt. Thank you.
Leute, wir haben es jetzt so gut wie geschafft. Moment, da werde ich jetzt mal die Doppelmenschlichkeit kurz reindrücken. Und wir haben die 30 voll. Das war das Ziel. Wir haben sogar genug, dass ich nochmal schnell aufleveln kann. Hat jetzt auch fast eine halbe Stunde gedauert. Ihr habt es ja gesehen, wie das alles so lief, ne? Ja, und dann werde ich jetzt kurz aufleveln, wenn das auf die Folge vorbei ist. Es wird jetzt eine sehr kurze Folge, so als Ausgleich. Ich weiß nicht, wie schnell ich die Geschwindigkeit mache. Vielleicht so dreifach oder so, weiß ich nicht. Irgendwie sowas in der Art. Wir gehen auf jeden Fall jetzt kurz zum... Ja, das machen wir jetzt noch schnell fertig. Wir gehen jetzt kurz zu Quelanas Schwester. Holen uns da schnell den Covenant. Dann das kurz machen und so weiter und so fort. Das Übliche, ne? Hatte ich ja schon erklärt. So, ich räume mal kurz ein bisschen zur Seite alles. Ich habe mir gerade noch schnell mein Handy aufgebaut und ein bisschen Serie geguckt, damit halt noch irgendwas nebenbei passiert. So, meine Freundin. Ja, genau, mit dir rede ich. Ich hätte gern... Ja, genau, so sehe ich das. Oh, siehst du mal. Was ich gleich noch machen werde, das habe ich ja ganz vergessen. Das hatte ich vorhin noch gesagt. Ich muss ja nochmal schnell runter nach Anor-Londo und die Feuerhüterseele holen. So. Ich würde gern Menschlichkeit anbieten. Und zwar 30 Stück. So. Wunderbar. Dann können wir nächstes Mal ein bisschen was machen. Genau, so. Jetzt werde ich nochmal kurz eine Menschlichkeit mal wieder reindrücken. Sehr gut, dass ich so viel gekriegt habe, aber noch eine mehr gekriegt habe. Mit einer laufe ich doch schon gerne rum. So, was jetzt doch folgendes ist. Normalerweise, wenn man den Ritter Kirk, den ich leider das erste Mal verpasst habe, oder vergessen habe, noch zweimal, glaube ich, dann liegt da hinten irgendwo die Rüstung rum. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich für mich. Aber, das wäre sonst eine Möglichkeit. So. Schneller, schneller. Ich bin jetzt schon fast ein bisschen unter Zeitdruck. Schon ein bisschen knapper geworden, aber es wird noch passen. Und ich hole mir jetzt noch kurz die Feuerhüterseele. Das muss einfach sein. Genau. Was ich noch hochgucken kann. Reicht das schon? Oder reicht das nicht? Das reicht noch nicht. Wir müssen bis 128,8 hoch. Auf jeden Fall. Okay. Das heißt noch zwei Level. Vielleicht sogar drei. Ich weiß nicht. Wie viel macht Havelsring nochmal? 20%? Wie viel haben wir gerade? Wir haben 99,5. So 20% mehr sollten das so knapp sein. Na ja, 25, weil der... Ja, doch. Also der macht wohl 25% mehr, schätze ich mal. So. Aber fix runter. Gut, dass der Fahrstuhl nach oben ist. Können wir auch wieder nach oben schicken, weil ich dann nicht dann mit dem... ich will... Nein! Oh, ich weiß gerade gar nicht, was ich tue. Ich wollte doch den da. So. Das heißt aber doch, ich muss noch mal kurz einen Wanderflug benutzen. Ich habe jetzt wieder ein paar, das geht ja jetzt, ne? Und ja, dann werde ich den Ring gleich noch nicht ablegen, aber demnächst dann hole ich die Feuerhüterseele. Also ist natürlich schon angenehm, wenn man ein bisschen mehr Leben hat, aber ja, ne, nee, komm. Das mit dem, Stamina kann ich auch verkraften, hoffe ich. Wenn ich dafür wieder richtig rollen kann, das ist relevanter für mich. Also ich meine zumindest, die Feuerhüterseele habe ich hier im Let's Play noch nicht geholt. Wenn ich jetzt die schon geholt habe, dann ja, dann dumm gelaufen. Aber ich meine noch nicht. Das war so mein Wissensstand. So, komm her, du Geist. Dich kriegen wir. Putz, kriegen wir nicht. Aber jetzt. Ha, easy peasy. So. Ja, mir jetzt egal, wenn ihr mich trifft. Ich kann noch jetzt eher. Und zwar direkt hier. Ne, ein weiter. Dann sehen wir auch schon die Geister lauern. Normalerweise ist das ja alles unter Wasser. Und dann sieht man den Weg nur schlecht. So, ich laufe mal wieder zurück, ehe ich runterfalle. Wenn ich da jetzt gestorben wäre, wäre ziemlich blöd gewesen. So, komm her. Komm ran, Ofenmänner. Nein! So. gut. Na, vielleicht komme ich ein bisschen zu spät zu. Nee, das passt schon noch richtig, aber. Ach, ja. Nee, wisst ihr was? Ich mach das nächste Mal. Dafür ist die Zeit jetzt echt zu... Oh, Mann, ist das dumm! Ach, das ist, ein krönender Abschluss für die Folge auf jeden Fall. Besser geht nicht. Für die ganze Aufnahme ist natürlich... Ich setz mich nochmal kurz hier hin, dass ich gleich nicht spawne. Judy, Tudi, ach, Mann. So, ich bedanke mich fürs Zugucken und, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.